Hallo zu meinem Freitagsvideo und meine Kamera ist schon wieder zu weit unten, aber egal. Wir kommen zur Freitagslaberei. Diesen Freitag labere ich einfach mal, weil ich habe ehrlich kein festes Thema und mir fällt auch nichts so richtig ein. Ich könnte euch jetzt erzählen, dass mein Lebensmotto zurzeit ist, lebe jeden Tag, weil heute beginnt morgen, beginnt deine Zukunft oder dein Morgen. Was auch irgendwie stimmt, weil egal was ich heute mache, es beeinflusst das, was morgen passiert, auf eine gewisse Art. Ich bin da auch so der Ansicht, wenn ich heute jemandem eine Nachricht schicke, kann sein, dass er mir morgen antwortet. Zumindest ist es bei mir komischerweise immer so, dass immer alle erst am nächsten Tag antworten. Also, ich weiß auch nicht. Liegt vielleicht dran, dass ich immer so 3, 4 Uhr Nachrichten abschicke. Ja, oder sowas wie, ich entscheide mich heute aufzustehen und ja, jetzt habe ich einen Hänger. Das passiert mir auch nicht oft. Was ich mal erwähnen wollte, ist, es ist wirklich schwierig, einfach, wenn du überhaupt keinen Leitfaden hast, was zu erzählen, was dann auch noch Sinn ergibt. Aber das mag ich so an den Freitagsvideos. Das ist meistens eher so ans Mittwochsvideo angelehnt. Da kann ich viel freier reden. Weil ich finde immer, die wichtigeren Infos gebe ich am Mittwoch. Naja, falls ihr das anders seht, sagt es mir. Wenn nicht, sagt es mir. Könnt ihr es mir auch schreiben. Ja, was ich erzählen wollte, ist, die Sache mit dem Vertrauen könnte ich vielleicht nochmal anschneiden. Der Kuchen, der ist ja noch nicht gegessen. Den kann man 1000 Mal anschneiden. ja, ich finde die Sache mit dem Vertrauen, weil mir ist Vertrauen sehr wichtig. Ich vertraue nicht schnell, ich vertraue oft jahrelang nicht, wenn nicht sogar jahrzehntelang nicht. Und ich finde nichts schlimmer, als wenn jemand dein Vertrauen ja, missbraucht oder verletzt im Sinne von irgendwas macht, wo du dir denkst, naja, das einzige Beispiel, das mir gerade so auf die Schnelle einfällt, ist, vor ein paar Wochen hat mir jemand vorgeworfen, Dinge, die ich ihm im Vertrauen erzählt habe, wo ich einfach mal Dampf ablassen wollte, weil jeder sagt mal, meine Familie ist so schrecklich, mein Gott, die Schule ist so schrecklich, das und das ist so schrecklich und will sich einfach mal abreagieren und sagen, ja, ich find's gerade scheiße. Und das dann Monate oder Jahre später wiederzubekommen als, aber du hast doch gesagt, dass es ist nicht so cool. Und ja, ich muss für meinen Teil auch sagen, ich hoffe sehr, dass ich irgendwann viele Freunde finde, denen ich auch vertraue oder auch, ja, ich hoffe, dass ich viele Menschen finde in meinem Leben, denen ich vertrauen kann und denen, die es verdient haben, dass ich ihnen vertraue. Ich werde auf jeden Fall meinen Kindern bis zu einem gewissen Grad vertrauen, nie zu viel. Was mir auch so einfällt ist, ich vertraue darauf, dass meine Eltern mich unterstützen. Es ist wichtig, dass du, also ich finde es Wichtige für mich, was meiner Entwicklung immens geholfen hat und was dafür gesorgt hat, dass ich der Mensch bin, der ich heute bin, ist eben auch, dass ich vertrauen konnte, dass wenn ich Probleme habe, wenn mich was belastet, wenn ich über was reden will, dass da immer jemand da ist, der zuhört, der für mich da ist, der mich unterstützt. Und auch wenn ich nicht gerade der sentimentale Mensch bin, sage ich, es ist mir schon wichtig, wirklich wichtig. Hin und wieder ist ein Austausch schön. Obwohl ich natürlich auch gerne im dunklen Kämmerchen alleine sitze. Was schade ist, ist, wenn das Vertrauen bricht. Weil wenn es bricht, dann bricht es. Und dann ist es wirklich schwer, das wieder ins Reine zu bringen. Ich sage, wie es ist. Es gibt Menschen, denen habe ich sehr viel vertraut, sehr viel anvertraut. Denen hätte ich
ohne Probleme gesagt, ja, du, wenn es hart auf hart kommt, vertraue ich auf deine Entscheidung in diesem Punkt. Du wirst da bestimmt eine gute Entscheidung für mich treffen. Oder auch einfach den Dingen entschuldigt, hier in diesem Zimmer ist echt kalt. Oder auch denen einfach Dinge anvertraut, die ich, wenn ich heute aus Stand einfach vom heutigen Tag betrachte, sehe, sage, würde ich nicht mehr machen. Ich bin gerade bei einem Punkt, wo ich jemanden, den ich sehr gerne mag, der aber mein Vertrauen leider missbraucht hat, wo ich sehr schwer enttäuscht wurde, wenn man das so nennen kann, wo ich gerade sage, ja, ich will ihm gerade nicht mal auf die Frage, wie geht's dir, antworten, weil ich gerade nicht weiß, ob ich ihm vertrauen kann, dass er diese Frage einfach so nimmt oder dass, ob er sie verdreht. Das finde ich schade, weil ich eigentlich finde ich es wirklich schade, wenn sowas in die Brüche geht. Ich bin natürlich sehr bemüht, dieses Vertrauen wieder aufzubauen. Aber ich sage auch, wie es ist, Vertrauen ist keine Einbahnstraße. Du kannst nicht erwarten, dass dir jemand vertraut und du ihm nicht vertraust. Oder du kannst nicht jemanden ewig lange behandeln wie der letzte Arsch. Oh Gott, nicht gutes Beispiel, aber ist so. Und erwarten, dass er dir dann immer noch unbändiges Vertrauen entgegenbringt. Das klappt halt einfach nicht. Ich muss sagen, mir fällt, was für mich sehr interessant ist, ist, jemand anders aus näherem Umfeld hat mir mal etwas sehr Fieses an den Kopf geworfen und hat mich damit auch gekränkt in meiner Existenz, muss ich sagen, sogar richtig. Und es ist mir verhältnismäßig sehr leicht gefallen, damit umzugehen, weil die Person dann für mich einfach nicht mehr existent war. Ich habe dann einfach dieses, ja, ich kenne dich vielleicht schon seit 17, 18 Jahren, aber das heißt noch lange nicht, dass ich jetzt weiterhin mit dir irgendwie Kontakt haben muss. Und auch heute ist es noch so, es wird schon wieder besser, aber es ist immer noch so, dass ich sehr sporadische Kontakt haben, nennen wir es mal so. Ich finde sowas schade. Ich finde schade einfach für, weil da was in die Brüche geht. Ich finde schade, weil da was kaputt gegangen ist, was nicht so leicht zu kitten ist. Aber ich bin eher der Typ Mensch, was wahrscheinlich an meinen harmoniesüchtigen Verwandten liegt. Meine Mutter und meine Großmutter sind sehr harmoniebedürftig und da lernt man eben früh, die Dinge zu besprechen. Was ich übrigens auch für sehr wichtig befinde und was ich jedem weiterempfehle, ist, wenn du dich gekränkt fühlst, wenn du dich verletzt fühlst oder wenn du einfach so das Gefühl hast, der andere versteht dich nicht, dann berede es. Schreib nicht über einen Chat, schreib keine E-Mails. Skypen ist okay, solange es nicht Skype-Chat ist, sondern wirklich übers Gesicht oder Telefon skypen, aber rede, weil über den Chat kommt so viel komisches Zeug bei raus, da kann aus einem Hallo plötzlich ein Hallo werden, so dieses ganz Unbegeisterte, einfach nur weil du denkst, weil du da irgendwas dann reinliest oder du weißt ja nicht, wie der andere in dem Moment drauf ist und da es mir eh schon schwerfällt, das auseinanderzuhalten, meine Großeltern, die gerade hier im Hintergrund anrufen. Das sind so Telefon. Ach Gott. Das ist ein Moment, in dem wünschte ich mir doch, dass ich ein Schneideprogramm habe. Ja. Wo war ich denn? Oh Gott, entschuldigt, Sekunde. Das wünschte ich, ich könnte zurückspulen. Jetzt sitze ich halt irgendwo wieder an. Es tut mir leid. Ja, ich bin auch der Ansicht einfach für mich, dass es zu bereden immer eine bessere Lösung ist, als erstmal wegzurennen und beleidigt zu sein und sauer zu sein oder sich zu entscheiden, ich will keinen Kontakt mehr zu der Person. Einfach nur, weil vieles ist einfach aus einem Missverständnis heraus.
Und da ist es besser, es zu bereden und wenn es sein muss, auch zu zerreden. Ja. Oder auch mal mit einer anderen Person zu bereden, kann auch helfen. Ich zum Beispiel, seit ich Streit mit meiner Mutter habe, habe mich lange Zeit an eine Freundin gewandt. Jetzt wende ich mich eher an meine Mutter. Nein, an meine Großmutter. Oh, ja, es ist spät, entschuldigt. Ich habe die ganze Nacht FIFA gezockt. Und es hat rechte Spuren hinterlassen. Ja, wie schon gesagt, was auch wichtig ist, ist Selbstvertrauen. Das ist so eine Sache, wo viele denken, das sei nicht so wichtig, aber meine Mutter hat immer diesen Spruch, wenn du dich selbst nicht liebst, kannst du auch keinen anderen lieben. Ja, ich liebe mich selber nicht wirklich, aber ich mag mich. Und das ist erstmal gut. Also ich würde mich selbst auf einen Kaffee einladen. Ich trinke eigentlich gar keinen Kaffee, fällt mir gerade so auf. Ich werde davon immer so müde. ja, blöd. Dann würde ich mich auf eine heiße Schokolade einladen. Wisst ihr was? Das mache ich nachher gleich. Ich lade mich auf eine heiße Schokolade ein. Und gucke natürlich noch etwas Law and Order. Müsste nämlich noch kommen. Oder vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht. Ich bin schon so lange nicht mehr am Fernseher gewesen. Ich gucke irgendwie immer bloß die Wiederholung im Internet am Computer. Auf Voxnow, glaube ich, heißt das oder so. Ja. Was wichtig ist auch für sich selbst zu mögen, ist, sich selbst erstmal zu akzeptieren. Bisschen schwierig, es klingt immer alles verhältnismäßig einfach, ist aber echt sackoschwer. Und wenn du anfängst, dich selbst zu mögen, kannst du auch in dir selbst Sicherheit finden, wodurch du dann keinen sicheren Ort mehr brauchst. Ist alles so ein Kuhschwanz irgendwie. Ja. Ich glaube, ich bin auf einem guten Weg. Ich fange an, mich selbst zu mögen. Ich weiß nicht, ob ich mich jemals selbst in diesem Punkt sagen kann, ja, ich liebe mich von ganzem Herzen und so, aber ja. Ich finde, ich habe viele komische Marotten. Ich bin unfassbar schüchtern. Oh Gott, das würde man jetzt nicht glauben, wenn ich hier im Internet bin und alles Mögliche über mich erzähle. Aber ich habe es tatsächlich schon mal geschafft, umzukippen. Bloß weil ich jemanden fragen will, kann ich auch ein Kaugummi haben. Weil ich dann irgendwie immer so anfange. Das verschlägt mir die Sprache, dann sitze ich da so und es ist nicht sehr vorteilhaft. Manchmal bin ich auch etwas selbstbewusster und dann bin ich so dieser Typ, Mensch, hier ist der Raum, hallo, hier bin ich und jetzt will ich erst alle mich beachten. Kommt immer drauf an. Aber ich denke, jeden Tag bin ich ein anderer Mensch, weil ich nicht mehr der Mensch heute bin, der ich gestern war. Und ich bin auch nicht heute mehr der Mensch, der ich morgen sein werde. Weil jede Erfahrung im Leben verbessert uns, macht uns zu etwas anderem, macht uns schlauer, macht uns entwicklungstechnisch, bringt es uns weiter. Und ich sag's, wie es ist. Wenn du heute aufstehst und sagst, ich möchte die beste Version von mir selbst sein, dann klappt es bestimmt. Naja, zumindest versucht man es dann aktiver. Und wenn ihr einfach immer dran glaubt, dass es alles gut wird, dann kann auch alles gut werden. Wo auch meine Mutter immer zu mir sagt, Mutter, mein Gott, meine Mutter beeinflusst mich ja wirklich schrecklich. Aber es ist dann halt so mit Eltern. Ich meine, du bist, seitdem du denken kannst, mit denen zusammen und sie entwickelst dich mit ihnen und sie bringen dir auch bei und erziehen dich. Viele sagen mir immer, ich würde so meinem Vater ähneln. Als ich kleiner war, fand ich das immer voll den schrecklichen Gedanken, weil ich dann immer gedacht habe, was wollen die mir sagen? Wächst mir jetzt auch bald so ein Rauschebart? Ich hatte echt immer Schiss, mir wächst da gerade ein Rauschebart. Heutzutage bin ich
Finde ich eigentlich ganz schön, dass mir Leute sagen, ich werde immer mehr wie mein Vater, weil mein Vater ist ein toller Mensch und er ist wirklich ein guter Vater. Ich könnte mir keinen besseren wünschen. Meine Mom ist auch super. Klingt jetzt gerade so nach dem Motto, mir ist noch eingefallen, man sollte mich auch Mutti erwähnen, aber sie ist wirklich ein guter Mensch. Und das sind wieder meine Großeltern wahrscheinlich. Und ich möchte ja irgendwann mal so werden wie meine Mutter oder... Ja, eigentlich möchte ich sogar ein bisschen besser werden als meine Mutter. Ich möchte meine Mutter 2.0 werden. Ich möchte auf jeden Fall mal irgendwann einfach, ja, ich möchte irgendwie ähnlich wie meine Eltern sein, aber ich möchte auch ich selbst sein. Und ich möchte vor allem selbstbewusster werden und mich weiterentwickeln. Und ich merke jetzt, wo ich hier bin und diese Videos mache, das hilft auch mir sehr, weil ich dadurch einfach auch mehr mit mir ins Reine komme. Naja, wie sagt man so schön? Ja, bis die Tage. Ich sage immer so gerne zu meiner Mutter, heute ist nicht alle Tage, wir sehen uns wieder, keine Frage. Ich habe als Kind immer der rosarote Panther gesehen, das hat auch Eindruck hinterlassen. Wobei, was ich lustig finde, ist ja, dass meine Eltern beide Schwäbisch reden, weil wir aus dem Schwabenländchen kommen und ich tendenziell eher Hochdeutsch rede. Tja, das ist der Einfluss vom Fernsehen, Mom und Dad. Ja, tja. Naja, heute etwas verworrenes Video mit viel irgendwie Pausen und komischen Momenten, aber ich hoffe, meine Message kommt durch. Bis nächsten Mittwoch und ciao. Ah, und vergesst nicht, wenn ihr Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare, egal wie privat sie sind, egal wie komisch sie euch vorkommen, schreibt einfach rein. Ich beantworte alle möglichen Fragen. Ich freue mich über Fragen, weil eure Fragen bringen mich ja auch weiter, weil nur so kann ich wissen, was interessiert euch, was wollt ihr von mir wissen. Unter den, irgendwo auf meinem Kanal ist so ein Ding, wo steht Geschäfts-E-Mail. Wenn ihr das öffnet, die E-Mail könnt ihr mir auch Privatnachrichten schicken. Ich schreibe einfach meine E-Mail auch mal in die Infobox rein. Okay, ich denke, das war's. Also dann, bis nächsten Mittwoch und ciao!